oder trifft ihr wohl? Anderthalb Stunden, ja. Es ist ein bisschen viel. Ja. Da haben sie recht. Da hat es gebrannt auf der Strecke. Der kommt nicht mehr. Der kommt möchten gar nicht Sie jetzt mehr. Nach Hamburg? Ja, ja. Dann steigen Sie hier ein, hier. Aber Platzgarantie ist nicht. Bis, glaube ich. 10 Jahre Bauzeit, 85.000 Tonnen Beton, 300.000 Reisende täglich. Auf zwei Ebenen rollen die Züge in den neuen Berliner Hauptbahnhof ein. Leider sind sie dabei auch nicht pünktlicher als anderswo. Und René Scheinpflug muss das jeden Tag aufs Neue ausbaden. Zwei Wagen weiter bitte, Wagen 26. Ich bin jetzt angeschmiert, weil ich eine Stunde zu spät bin. Dann heißt es, ich darf ohne Zuschlag fahren. Soll das ein Witz sein? Ja. Also. Ja, tut mir ja leid, aber... Auch Christine Seefeld kämpft mit den Tücken des Objekts. Die Schlemmermeile des Bahnhofes ist ihr Revier. Vorsicht, treten Sie nicht rein. Mädels, könnt ihr mal ganz schnell hier vorne mal einmal Wischiwaschi machen? Nicht gekleckert, sondern geklotzt wird beim Abbau des ausgeliehenen Saurierskeletts. Der Pannenbahnhof macht seinem Namen alle Ehre. Regelt durch! Richtig, da kommt Wassermassen da runter. Neuer Berliner Bahnhof. Wasserschaden am empfindlichen Gipsmodell. Das ist natürlich eine scheiß Situation. Also vielleicht durch den Blitzeinschlag sind da oben die Klappen aufgegangen. Auch draußen streikt die Technik. Der neue Putzroboter will nicht, wie er soll. Stress im Berliner Gleispalast. Jeden Morgen um 5 Uhr erwacht der Berliner Hauptbahnhof, das Prunkstück der Deutschen Bahn. Nachts ist hier zwar auch offen, aber kaum was los. Im Laufe des Tages werden zehntausende Fahrgäste durch die 5 Etagen des modernsten Kreuzungsbahnhofes Europas strömen. Geht los! Bis dahin muss Christine Seefeld noch einiges erledigen. Sie hat die Oberaufsicht über eine Schlemmermeile mit 11 Läden auf 2 Etagen. Hi! Moin! Alles in Ordnung bei euch? Ja. Die müssen jetzt hier hinten raus, weil das ist ein Fluchtweg. Ne? Der darf natürlich nicht verstellt werden, logisch. Und da man ja den Hauptbahnhof kennt, gibt es hier so einige Tage, wo man mal ein bisschen schneller laufen muss. Wenn ein stehengebliebener Koffer stehen bleibt, der aufgesprengt werden muss. Wenn ein Balken von Dach fällt oder so, dann werden wir evakuiert. Als Bahnangestellter kommt René Scheinpflug natürlich mit der S-Bahn zur Arbeit. Der 22-Jährige ist dafür verantwortlich, dass Züge pünktlich abfahren und Ordnung am Gleis herrscht. Die Anzeigentafel mit den aktuellen Verspätungen ist jeden Morgen sein erster Anlaufpunkt. Ah, naja, sind relativ gut. Also, ist okay. Gibt Schlimmeres. Einsatzbesprechung mit den Kollegen vom Bahnservice. Und dann nochmal auf jeden Fall nachher bei den Zügen, die nach Magdeburg fahren. Die sind natürlich heute extrem alle voll wegen dem Baumblütenfest. Fahren zwar auch Sonderzüge, aber hilft nicht. Wir sind trotzdem alle voll. Und bei den Stralsundern unbedingt anwesend sein. Wir hatten auch so viele Probleme gehabt wegen Fahrräder und Rollis und so drin. Totschlag. Mord und Totschlag. Auch schon lange tot, beziehungsweise seit Jahrmillionen ausgestorben, der Diplodocus carnegii. Das Gipsmodell des Dinos steht in der gläsernen Vorhalle des Bahnhofes und soll heute abgebaut werden. Das Gerippe ist eine Leihgabe des Berliner Naturkundemuseums und uralt. Eine kanadische Spezialfirma wird deshalb die prekäre Aufgabe erledigen, unter den wachsamen Augen von Christian Remes, dem dabei heute wohl die ersten grauen Haare wachsen. Generell ist es halt so, dass es sich bei diesem Material ja um sehr alten Gips handelt. Und der ist halt sehr empfindlich. Also jetzt ist er fast 100 Jahre alt, dieser Gips. Und müssen alle nur möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit der nicht durch irgendwelche Erschütterungen oder durch Anecken oder so dann noch weiter beschädigt wird. Der Kopf ist ab. Der Rest soll ohne Bröckelei folgen. Was das Team nicht weiß, am Nachmittag drohen Sommergewitter. Regen und alter Gips im Pannenbahnhof, das wird heiß. Spröde Saurierknochen sind nicht sein Beritt. Bei allen anderen Problemen ist Lutz Rätl Ansprechpartner Nummer 1. Als das Gebäude vor einem Jahr eröffnet wurde, gingen bei dem Haustechniker über 1200 Störmeldungen ein, jeden Tag. Jetzt sind es rund 200. Dann kommen wir da jetzt mal hin. Am tiefsten Punkt des Bahnhofes, 15 Meter unter der Erde, werden alle Abwässer der 30 WC-Räume gesammelt und in die Kanalisation gepumpt. Doch die Anlage hat einen Feind, den Nutzer. Und deshalb geben die Pumpen in schöner Regelmäßigkeit ihren Geist auf. Es ist leider so, dass von unserem WC-Center bzw. auch von allen anderen WCs, die hier im Haus sind, relativ viele Hygieneartikel eingeleitet werden.
Haben benutzte Tampons und Binden dem Filter erstmal den Gar ausgemacht, müssen die Haustechniker Hand anlegen. Auch in Zeiten von Hightech ein schmutziger Job. Wir müssen da auch mehr auf die Leute zugehen. Aber wenn jeder auf seinem stillen Örtchen irgendwas einleitet, man sieht das nicht, das Zeug ist weg. Wir haben hier den Ärger damit. Es ist also schon so weit gekommen, dass die Pumpe, dass beide Pumpen, das sind übrigens zwei Pumpen, außer Betrieb waren und die Anlage überflutet ist. Irgendwo an einer Stelle kam dann fäkalienhaltiges Abwasser heraus. Gleisaufsicht René Scheinpflug in seinem Element. Der überfüllte Regionalzug ist noch nicht draußen. Da muss er sich schon um den ICE gegenüber kümmern und eine versprengte Reisegruppe zusammenführen. Also in 2 Minuten fährt der Zug ab, ob mit der Gruppe oder ohne der Gruppe. Die Gruppe ist schon längst da, aber so. Die denken, dass wir nicht da sind. Sagen Sie mal, wo ist denn die zweite Klasse? Na, die ist weiter hinten. Die ist weiter hinten. Ja, und wenn Sie die, genau, wenn Sie die Leute sagen, Sie können ja durchgehen, und wenn Sie die Leute nicht finden, dann gehen Sie in den, am nächsten Bahnhof in den nächsten Zugteil. Wagen 23. Das, ja. Da taucht der Gruppenleiter auf. Aber hier kommen Sie aber nicht durch, also Sie müssen schon aussteigen. Oh nein! Ja. Also ein Wagen weiter und dann können Sie durchgehen. Jetzt wirklich filmreif, oder? Verwirrte Fahrgäste berät Scheinpflug gerne. Doch im Vordergrund steht für ihn eines. Der Zug muss raus, am besten schon vor 5 Minuten. Das wird wieder nichts. Nee, das mit der pünktlichen Abfahrt ist echt. Warten oder abfahren? René in der Klemme zwischen Service und Pünktlichkeit. Naja, so haben die Fahrgäste das gerne, dass ich so lange warte. Aber es geht ja nicht. Wir müssen zwar schon abwarten, aber ja, das ist genau dasselbe Spiel. Alle Türen frei, aber die Leute steigen hinten immer noch ein. Endlich freie Bahn. Leider wieder 5 Minuten zu spät. Unsere Aufgabe ist es hier, die Züge pünktlich herauszukriegen, als wie sie reinkommen. Und wenn der Zug mit 4 Minuten hier reinkommt an Verspätung, dann ist es mein Ziel, dass er mit 3 Minuten rausfährt. Wenn es 2 sind, ist es noch besser. Zurück in der Schlemmermeile und bei Christine Seefeld. Ich glaube, ich muss mal meines Amtes walten. Mit Argus-Augen wacht die Restaurantleiterin über ihr Revier. Optische Missstände werden nicht geduldet. Vorsicht, treten Sie nicht rein. Mädels, könnt ihr mal ganz schnell hier vorne mal einmal Wischiwaschi machen? Gerade will sie ihren Rundgang fortsetzen, da wird der Tiefkühlfisch geliefert. Ist Ware gekommen? Ja, wer steht noch im Hof? Gosch. Oh, dann muss ich meine Arbeit mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben jetzt eine Warenanlieferung. Die kommen natürlich zu Zeiten, die ich nicht einplanen kann. Jeder weiß, bitte, Tiefkühlkette darf nicht unterbrochen werden. Legen wir sehr großen Wert drauf. Warenannahme muss kontrolliert werden. Logisch. Egal ob Schmuck oder Rollmops, was in einem der 80 Geschäfte des Bahnhofes verkauft wird, kommt hier an. Jetzt wird's eng. Jetzt steht der nächste Fahrer von uns vor der Tür. Den habe ich schon in der Hand vom Auto erkannt. Seefeld macht die Bahn frei für den Fisch und ist sofort wieder zum Geschirrspülen zurück im ersten Stock. Sie mag den Stress neben den Gleisen. Ich bin ein Kind des Bahnhofs. Arbeite jetzt 25 Jahre auf dem Bahnhof, habe fast alle Bahnhöfe von Berlin durch. Daher, der Hauptbahnhof ist natürlich der prunkvollste von allen. Und da kann man schon ganz schön stolz sein, dass man dann hier arbeiten kann. Und Arbeit gibt's genug. Haustechniker Lutz Rätel muss einen neuen Kollegen einarbeiten. Toni soll ab heute das riesige Glasdach schrubben. Justus Hortig hat ein Jahr an seinem Putzroboter gebastelt. Jetzt ist er theoretisch einsatzbereit. Das Gefährt mit menschlichem Spitznamen soll künftig auf dem Dach des Bahnhofes die gefährliche Arbeit von 20 Fensterputzern übernehmen. Heute muss er seine 100%ige Einsatzfähigkeit aber erst noch beweisen. Also Rohphase hat es ja schon hinter sich. Haben wir noch letztes Jahr gemacht. Und jetzt soll es langsam ernst werden. Jetzt muss er zeigen, dass er es auch bringt. Jetzt werden wir regelmäßig damit reinigen mit der Maschine. Und wir hoffen auf beste Reinigungserfolge. Fast 30 Meter muss das Roboterauto hochgehievt werden. In luftiger Höhe soll er dann 12.000 Scheiben reinigen. Entwickler Justus Hortig ist zuversichtlich. Mit Vierradantrieb und Ballonreifen ausgestattet, kann sein Gefährt die bis zu 45 Grad abschüssigen Flächen des Glasdaches befahren. Lutz Rätel nimmt den Roboter auf dem Dach in Empfang. Gut, können wir das Gerät einschweben, bitte? Das Wetter spielt mit, es ist annähernd windstill. Die Aktion läuft zunächst einfacher als gedacht. Oh gut, und ab bitte. Doch dann passiert es. Beim Entfernen der Tragekonstruktion verheddert sich ein Techniker in den Seilen und beschädigt die Steuerung des Roboters.
Hier ist ein Rohr abgebrochen. Und zwar einer von diesen Näherungsdachkantensensoren ist jetzt leider abgebrochen. Das heißt also, in dem Fall würde das Maschinchen wahrscheinlich gar nicht mehr fahren, weil er ein Problem hätte. Er würde also jetzt hier eine Dachkante detektieren, wo keine ist. Justus Hortig versucht, den Schaden notdürftig zu beheben. Wichtig ist ja, dass wir unsere Tagesaufgabe heute erfüllen und hier das Gerät jetzt zum Laufen bekommen und eine Einweisung machen können an die Kollegen, dass die damit arbeiten. Noch eine Sorge treibt Lutz Rätl um. Wie kann er verhindern, dass der Roboter vom Dach fällt? Zum Sichern haben die dann Spanngurte? Zum Sichern nachher? Oder? Das Gerät sichern? Ja, dass wir auch tatsächlich dann wissen, wie das Gerät dann verankert wird bei dem Wind, nicht, dass es irgendwie dann abgehoben wird. Kriegt der Wind nicht so schnell hochgehoben. Ja, da sind wir aber hier anderer Meinung auf dem Bahnhof. Christine Seefeld muss wieder ran. Der Backshop im ersten Stock ruft um Hilfe. Oben ist die Kasse ausgefallen. Das heißt, das Display zeigt nichts mehr an und die Kassenlade öffnet sich nicht, dass man nicht ans Geld kommt. Der Job hält fit. Die Restaurantleiterin meidet Aufzüge und Rolltreppen konsequent. Wer hat denn hier Probleme? Ja, wirklich. Kasse geht nicht auf. Mal geht's auf, mal geht's nicht auf. Die Kassenlade öffnet sich nicht bei jedem Kassiervorgang. Ja? Und hat hier wohl ein ganz kleines technisches Problem? Einmal anmelden, bitte. Frau Becker? Die Verkäuferin versucht es ein weiteres Mal, doch wieder steckt die Geldlade fest. Das Problem scheint tiefer zu liegen. Jetzt schön ruhig bleiben. Die Schlange vor dem Backshop wächst zusehends. Zeigt natürlich den Schlüssel hier rausgezogen. Pass offen. Tja, Fehler erkannt. Ist ein Geldstück reingerutscht. Also, das sagt mein geschultes Auge. Ja, für so ein Firlefanz hier brauche ich keinen Techniker. Lange Fingernägel wären bei dem Job eher hinderlich, aber die hatte Christine Seefeld sowieso noch nie. Dafür aber Fingerspitzengefühl. Da ist er. So, auf ein neues. Ist das Trinkgeld? Der Backshop ist gerettet. Doch nun droht dem Saurier-Skelett Ungemach. Hektik beim Verladen der empfindlichen Gipsknochen. Das Wetter kippt. Ein Sommergewitter kündigt sich an. Was nicht mehr in den LKW befördert werden kann, muss schnell zurück in die Vorhalle. Dann ist der Platzregen da und das Unheil nimmt seinen Lauf. Zu der Situation. Ja, natürlich müssen wir jetzt erstmal die Arbeit unterbrechen. Bei dem Wetter können wir natürlich nicht weiterarbeiten und außerdem müssen wir auch sehr gut aufpassen, dass die Knochen nicht allzu nass werden. Weil wie gesagt, das ist 100 Jahre alter Gips und wenn der halt durchtränkt wird von Wasser, das kann die Exponate sehr stark beschädigen oder auch zerstören. Aber bisher hat er nur ein paar Tropfen abbekommen und jetzt ist das erstmal sicher hier. Ja, da regnet es durch Dach. Ja, Riesensturm, ne? Regnet durch. Richtig, da kommen Wassermassen runter. Neuer Berliner Bahnhof. Ein rabenschwarzer Tag für den Hauptbahnhof und für das Naturkundemuseum erst recht. Das Gewitter hat die Elektrik der Brandentlüftung durcheinandergebracht. Nun stehen die 100 Jahre alten Gipsknochen im zersetzenden Regen. Eine Katastrophe. Ja, Gott, ich meine, das ist natürlich eine scheiß Situation. Also vielleicht durch den Blitzeinschlag sind da oben die Klappen aufgegangen. Es ist wie verhext. Nur über dem unbezahlbaren Ausstellungsstück haben sich die Schleusen geöffnet. Der Rest der Bahnhofshalle bleibt trocken. Wenigstens ein Bauteil können die Arbeiter in Sicherheit bringen. Christian Remes, verantwortlich für den Abbau, ist mit den Nerven am Ende. Alles andere als gut wahrscheinlich. Ja, ja. So nicht passieren eigentlich. Was kann denn da schlimmstenfalls jetzt mit dem Gips passieren? Dass er eventuell quält und Risse gibt und dann, wenn er dann zerspringt. Aber Alarmstufe rot beim Saurier. Wenn der Regen nicht nachlässt, droht im Exponat der finale Exitus. Aber auch an den Bahnsteigen wird es jetzt ungemütlich. Böschungsbrände haben einzelne Zugverbindungen lahmgelegt. Die Verspätungen summieren sich gerade jetzt, wo es richtig voll wird.
Bahnsteigaufsicht René Scheinpflug wird in die untere Etage kommandiert, um den gestressten Kollegen zu helfen. Und jetzt fehlt noch Wismar drüben, der 34/36 kommen sollte, 41 fahren sollte. München fehlt noch, komm kaum an. Musste mal reingucken, ich kann auch nicht von hier aus, kann man nicht viel sagen. Gut. Gerade ist ein ICE mit 1,5 Stunden Verspätung eingetroffen. Schadensbegrenzung heißt jetzt das Motto für Scheinpflug und seine Kollegen. Der kommt wirklich? Der kommt nicht mehr. Der kommt möchten gar Sie nicht jetzt mehr nach Hamburg? Ja, ja. Dann steigen Sie hier ein, hier. Aber Platzgarantie ist nicht. Das glaube ich, ja. Speisewagen? Ja. 2 Wagen weiter bitte, Wagen 26. Ich bin jetzt angeschmiert, weil ich eine Stunde zu spät bin. Dann heißt es, ich darf ohne Zuschlag fahren. Soll das ein Witz sein? Ja. Ja, du mir ja leid, aber... Also, darüber ja? Muss ich noch reden, Kollegen. Ist okay. Eine weiter, ja? Ja, ein weiter bitte. Tschüss. Der hat jetzt über 1,5 Stunden Verspätung. Denn drüben kommt ja der auf Gleis 1 auch 1/2 Stunde später wegen Bauarbeiten. Also kommt schon einige Verspätung zusammen, ja. Leider. Meine Güte, das gibt's ja wohl. 1,5 Stunden, ja. Ist ein bisschen viel. Ja. Würde ich sagen. Da haben Sie recht. Da hat's gebrannt auf der Strecke. Und deswegen kommt der Zug da nicht vorbei, weil die Strecke gesperrt ist. Böschungsbrand. Ein Abholer versucht herauszufinden, wo seine Frau geblieben ist. Wie heißt der Ort? Zossen. Aha, in Zossen sei dein Zug gestiegen. Alles klar. Und die Gattin saß in dem Zug, der wegen Böschungsbrand gestoppt werden musste. Der Ersatzbus hat es aber auch nicht bis nach Berlin geschafft. Jetzt geht es offenbar per Bummelzug weiter. Also, neues Information. Meine Frau hat mich am Handy angerufen. Ja. Die sind in Zossen. Ist der Bus nach Zossen gefahren und da sind sie jetzt in den Zug eingestiegen. Und der Zug soll angeblich in 50 Minuten hier sein. Gucken wir gleich mal nach. Kleinen Moment bitte. Zossen, Fühlsdorf, Wahlstadt, Belzig, Feuerwehreinsatz an der Strecke. 19.02 Uhr, Gleis 14. Mhm. Kommt aber auch schon ein bisschen später wegen Feuerwehreinsatz an der Strecke. Warten macht hungrig. Einsatz für Christine Seefeld in der Schlemmermeile. Oh, oh, oh. Au, oh, au, oh, au. Oh. Große Lücke. Muss ich mich gleich drum kümmern. Hier, die müssen sofort nach vorne, ne? Herr Olno? Wie sieht's denn aus mit Brezeln? Und mit Metzstangen? Also, Brezeln hätte ich gerne noch mal 6 Bleche und 2 Bleche Laugenstangen. Ja? Jawohl. Vor allem am Hähnchen- und Bulettengrill ist Christine Seefeld in ihrem Element. Und wenn es um die Wurst geht, schreckt sie vor keiner Diskussion zurück. Ja, wenn es einem dem schmeckt. Welches keine Original-Berliner? Das ist die Original-Berliner. Das ist die Original-Berliner ohne Darm. Dann kommen sie aus dem Westteil. Nee, die Ossis essen die ohne Darm und die Wessis essen die im Darm. Ja, sehen Sie? Sie haben aber die Ossi-Wurst. Hätten Sie ja die Wessi-Wurst genommen, das ist die rote. Wollen Sie mal ein Stückchen von der Wessi-Wurst kosten? Dann nicht. Welche? Nebenan werden die Pommes nicht mehr knusprig. Bevor ein Techniker gerufen wird, will Christine Seefeld lieber selbst nach dem Rechten sehen. Die Fritteuse ist ausgefallen. Das heißt, sie hat keinen Kontakt. Ich nehme mal stark an, da wird die Sicherung gekommen sein, weil sie irgendwie was getropft haben. Und dann gibt es hier so einen ganz kleinen Kontakt. Den drückt man einmal kurz rein. Und dann versucht man, ob sie wieder funktionstüchtig ist. Wenn die Lampen hier wieder angehen, hier kommt sie, springt immer wieder raus. Ich werde jetzt die Temperatur messen, ich nehme an, da ist die Lampe kaputt. Jetzt fängt sie an zu steigen. Die geht wieder. Jahrelange Erfahrung. Und weil ich einen guten Papa hatte, der wollte eigentlich einen Jungen haben. Aber... Die patente Restaurantleiterin könnten die Herren Techniker auf dem Bahnhofsdach jetzt gut gebrauchen. Das Gewitter ist vorbei, doch der Putzroboter Toni streikt noch immer. Wir müssen jetzt nur gucken, dass die Sicherungsseile dann immer mitkommen. Ja, die sichern das Gerät ja, dass die nicht irgendwo hängen bleiben. Gut. Ja, ich will ein bisschen weg von der Schiene, damit wir mit den Seilen kein Problem haben. Jetzt ist ein Notstopp gegangen, weil die Seile wieder straff sind. Ich gehe jetzt mal nach unten und wir von unten anweisen. Ja? Alles klar, gut. Die Sicherungsseile müssen ständig gespannt sein, sonst will Toni nicht fahren.
Aber selbst wenn theoretisch alles richtig sitzt, verweigert der Roboter den Einsatz. Ist vielleicht doch die Fernsteuerung kaputt? Ratlosigkeit macht sich breit. Die Jungfernfahrt droht zu scheitern. Durch diesen Defekt ist offensichtlich doch mehr kaputt gegangen, als es schien. Der will ja nicht mehr um die Ecke rum. Während die Kollegen den Roboter genauer unter die Lupe nehmen, machen sich Haustechniker Rätl und Roboterentwickler Hortig auf, um das Wasser anzuschließen. Doch das Glück scheint sie endgültig zu verlassen. Seit dem letzten Probebetrieb lag der Schlauch mehrere Monate auf dem Dach und ist verstopft. Da ist ganz schön Power drauf, oder? Machen wir mal leicht einen Schlag auf den Hinterkopf. Das sind selbstschließende Ventile, die haben so einen Kegel. Und sobald die Kupplung abgezogen wird, fährt der Kegel raus und schließt das Rohr automatisch ab. Wir vermuten, dass da jetzt einfach noch Druck drauf ist. Und jetzt müssen wir das erstmal mit ein bisschen Gewalt reinschieben. Manchmal hilft rohe Gewalt eben doch. Oh, zapft dieser, wie heißt das immer, ja? Oh ja, jetzt. Jetzt kommt es mir raus, ja. Ja, wo bist du denn jetzt? Ach so, da kommt jetzt mit dem Zug hier an. Ja, klar, da fährt schon einer. Eine Stunde später. Die verlorene Ehefrau ist immer noch nicht am Hauptbahnhof eingetroffen. In diesem Zug müsste sie eigentlich sitzen. Also ich sag, sie kommt jetzt an, aber es kann natürlich bei den Chaoten hier, kann das natürlich aber auch sein, dass sie auf einem anderen Bahnsteig ankommt. Ne? Ja? Oder auch gar nicht. Keine Frau, weit und breit. Nicht zu glauben, aber immer noch nicht. Wir informieren sehr gut. Wenn unser Eins arbeiten würde, hätte er ein Problem. Die eine kommt nicht an, die anderen wollen so schnell wie möglich weg von hier. Nach dem großen Regen müssen die letzten Saurierknochen für den Transport ins Naturkundemuseum verstaut werden. Extra vorsichtig, weil nass. Aber das geht leider nicht, denn plötzlich macht die Polizei Druck. Jetzt kommt noch Hektik auf, weil wir haben jetzt hier Staatsbesuch. Und das heißt, wir müssen mit dem LKW innerhalb der nächsten 15 Minuten hier weg. Das heißt, wir müssen die letzten Teile schnell einladen und dann sehen, dass wir hier wegkommen. Einige graue Haare hat die Aktion Christian Remes heute bestimmt beschert. Aber wenn die Knochen erstmal im Museum sind, haben er und der Dino für die nächste Zeit wieder ihre Ruhe. Kommt ja sicher wieder ins Museum, wird dann ausgeladen, wird morgen aufgebaut und dann steht das da sicher für mindestens 20 Jahre. Abfahrt. Wenn der LKW jetzt unfallfrei bis zum Museum kommt, ist das Projekt Bahnhof nochmal glimpflich über die Bühne gegangen. Zurück bei Gleisaufsicht René Scheinpflug. Einem jungen Reisenden wurde der Fahrschein gestohlen. Die haben Sie dein Ticket geklaut? Ja. Wo denn? Hier oder? Ja, hier am Bahnhof. Aus der Tasche. Hattest du eine Reservierung oder? Ja, Platzreservierung mit Raucherfenster und so. Aber du weißt nicht mehr wo genau. Ich habe mir unten Kaffee geholt, habe das Ticket da reingetan, weggegangen bin, was weg. Das war der Junge. Ja, genau. Weil die Zentrum sagt, maximal Nachlöse ausstellen lassen vom Zugbegleitpersonal und dann, sodass er heute wenigstens noch nach Hause kommt. Wo möchten Sie hin? Wenn. Ins Emsland? Ja. Oh, wie schön. Ja, ne? Ja. Ausweis, soweit hat er alles dabei. Ach so, ja, dann steigen Sie ein, dann machen wir das gleich im Zug. Ne? Okay, guten Tag. Gute Fahrt, ne? Ja. Nochmal gut gegangen, nur wer zahlt das Ersatzticket? Der Zugbegleiter, der muss Ihnen dann so eine Art Forderung aufstellen, Nachforderung. Und dann muss es bezahlt werden. Wenn, also normalerweise ja, aber wenn ihr eine Anzeige macht, dann kann es auch andere Wege gehen. Ja. Klar, ich habe noch Geld, aber ich zahle doch kein Ticket zweimal. Dann kann ja jeder kommen, irgendwie das wegklauen und ich bezahle das nochmal. Ich sehe das doch nicht ein. Des einen Leid, des anderen Freud. Die verschwundene Ehefrau ist wieder da. Es war so schlecht organisiert. Es war keine Information zu erhalten. Es hieß am Anfang, das tut uns leid, wegen des Waldbrandes sind 60 Minuten Verspätung wahrscheinlich. Dann konnte uns keiner Auskunft geben. Es liefen immer irgendwelche wie die Lemminge auf die andere Seite des Bahnhofs. Und dann kriegten wir auf einmal mit, es fuhren dort Busse.
Und dann haben wir uns mit da eingereiht. Es konnte uns aber keiner sagen, ob ein Bus kommt, wann der Bus fährt und wohin der Bus fährt. Und schon wird es wieder hektisch. Eine Kollegin der Frau hat auch den unfreiwilligen Umweg über Zossen genommen und muss weiter nach Bielefeld. AB. Der letzte Anschlusszug fährt in 3 Minuten und dieser ICE ist mal ausnahmsweise pünktlich. Erleichterung am Bahnsteig. Spannung auf dem Dach. Vorwärts fahren, vorwärts. Die Techniker haben das defekte Steuerelement des Putzroboters abgeschraubt. Endlich fährt er. Dann Wassermarsch. Herr Ortig, gehen Sie aufdrehen. Roboter Tonis erste Putzschicht kann beginnen. Über 150 Quadratmeter soll die Maschine pro Stunde reinigen. Menschliche Fensterputzer schafften bisher gerade mal 20 bis 30. Gesteuert wird das Gefährt vom Dach aus oder bequem unten vom Bahnsteig. Eine enorme Erleichterung. Mit so einem Gerät, das macht man dann zu zweit. Und das Gerät übernimmt auch den gefährlichen Part bei der ganzen Sache. Und dann geht das auf jeden Fall billiger. Nur Lutz Rätel ist noch skeptisch. Jetzt müssen wir noch mal sehen, dass die Kollegen ein bisschen so das Handling besser lernen. Jetzt im Moment sieht man noch gar nicht so richtig, wie schick sauber das ist. Muss ja ein bisschen abtrocknen durch die Sonne, das glitzert alles so schön. Denken wir mal, das können wir dann nicht so lassen, nicht so streifig. Das heißt, wir müssen jetzt alle zwei dran und jeder wird jetzt sagen, hallo, was ist da oben los? Streifen sauber, Streifen nicht sauber. Müssen wir also jetzt irgendwo das forcieren und fertig machen. Während der Putzroboter seine Bahnen auf dem Glasdach zieht, fertigt René Scheinpflug im Untergeschoss seinen letzten ICE für heute ab. Benutzen Sie bitte die S-Bahn von Gleis 15. Vielen Dank. Ein stressiger Tag neigt sich dem Ende. René ist geschafft, aber zufrieden. Anstrengend war es gewesen. Also ganz schön chaotisch wieder. Aber war okay gewesen. Also Fahrgäste waren in Ordnung halbwegs, waren schon ganz gut. Dafür, dass wir heute wieder so viel Stress durch die Bauarbeiten hatten, Böschungsbrände hatten, verlief es einigermaßen ruhig, sage ich mal. Sein letzter ICE geht nur ein paar Minütchen später raus. Kleinkram. Morgen wartet auf René die nächste Schicht im Berliner Hauptbahnhof und er wird wieder pünktlich am Gleis stehen, es sei denn, seine S-Bahn hat Verspätung.